Ja, Hallöchen, dein heutiger Podcast. Anstatt zu jammern, beschäftige dich lieber mit neuen Wegen Geld zu verdienen. Also ich finde es einfach Drama, 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 wie viele Leute am Jammern sind. Ja, ich bin immer wieder erstaunt. Es wird immer gejammert, das Geld reicht in den Umfahren nicht und das geht nicht und dies geht nicht und alles ist so dramatisch und wir können uns nichts mehr leisten. Wir können nicht mehr in Urlaub fahren, wir können uns müssen das Auto abgeben, wir können nichts mehr einkaufen. Und. Ja, das kann man machen. Man kann jammern. Man kann der Regierung die Schuld geben. Man kann den Eltern die Schuld geben. Man kann dem Ehemann die Schuld geben. Ja, man hat nicht richtig gearbeitet. Man hat nicht richtig aufgepasst. Ja. Man kann dem Chef die Schuld geben, weil er zu wenig bezahlt. Man wird immer irgendwelche Schuldige finden. Aber, und jetzt kommt das Aber, du könntest auch für dich Verantwortung übernehmen, ja, das wäre so eine Alternative. Du könntest auch für dich Verantwortung übernehmen und einfach mal checken, wer ist denn verantwortlich, dass das Geld dann hinten und vorne nicht reicht? Ja, natürlich, in erster Linie, alles ist teurer geworden. Ja, es ist teurer geworden. Die Zeiten haben sich geändert. Ja, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ob das jetzt mit C zu tun hat oder. Tja, daran kannst du nichts ändern, ja. Und ich wundere mich immer wieder, dass die Menschen sich immer wieder hier im Kreise drehen, im Kreise drehen, im Kreise drehen. Es bringt aber nichts. Das hast du doch schon festgestellt, oder? Wenn du jammerst, dass das Geld hinten und vorne nicht reicht, deswegen hast du nicht mehr Geld, oder? Ganz im Gegenteil, das kostet dich einfach nur Energie. Es ist immer weiter eine Verfestigung der Tatsache, dass es hinten und vorne nicht reicht. Das ist doch ein absolutes Drama. Es ist doch ein Drama, sich immer über das Gleiche zu beklagen und nichts dran zu ändern. Hast du dir das schon mal überlegt? Das ist doch Wahnsinn, oder? Es ist einfach Wahnsinn, wie wir Menschen teilweise unterwegs sind. Ja? Durch Jammern ändert sich nichts. Ja? Oder was viele sagen, ja, wir fahren jetzt nach Berlin, wir werden jetzt da protestieren. Auch das nützt rein gar nichts. Ja? Also, was du dir machen darfst, ist viel, viel mehr Gedanken. Welche neue Wege kannst du gehen? Welche neue Wege kannst du gehen? Es gibt viele, viele, viele Wege, Geld zu verdienen. Es gibt so viele Chancen. Ja? Ich erkenne unendlich viele Chancen. Jetzt haben wir gerade kurz Rast gemacht und da gibt es so einen kleinen Kiosk und ich laufe vorbei, schaue mir kurz, was die Dame dort alles anzubieten hat und habe sofort mindestens 8 Punkte gefahren und gesagt, ey, weißt du was? Das und das könntest du ändern, dann wird es noch viel, viel mehr laufen. Da könntest du viel, viel, viel mehr Geld verdienen. Du kennst vielleicht die Aussage, vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht. Das ist leider ein großes Drama. So geht es vielen, vielen Menschen. Vor lauter Bäumen sehen sie den Wald nicht. Und das ist jetzt einfach die hohe Kunst, überall Chancen zu erkennen. Ich sehe es auch auf meinem Seminar, neue Wege Geld zu verdienen. Wenn die Leute zu mir kommen, die Teilnehmer sind jedes Mal sowas von überrascht, was ich da alles raushaue und wie ich für jeden Einzelnen gleich ganz, ganz, ganz viele Chancen aufzählen kann. Ich liebe es einfach. Manche sagen auch, ich bin ein Chancenerkenner. Ja, kann man so sagen, ja. Ich erkenne auch für mich immer ganz, ganz, ganz viele Chancen und Möglichkeiten. Und du bist herzlichst eingeladen, auch hier in eine neue Welt hineinzutauchen, ja. Sieh auch du ganz, ganz viele Chancen und Möglichkeiten. Hör auf, die Probleme zu sehen. Hör auf, alles das zu sehen, was nicht ist, okay? Über eines darfst du dir im Klaren sein. Die Preise werden nie mehr nach unten gehen. Das ist ein ganz, ganz großer Trugschluss. Und die Löhne werden niemals so hoch steigen, dass sie teilweise die teuren Preise ausgleichen können, ja? Es wird einfach nicht funktionieren, ja? Also wird nur eines funktionieren, wenn du dich auf den Weg machst und wenn du schaust, wie du neue Chancen und Möglichkeiten hast. Dazu gibt es das wunderwundervolle Seminar, neue Wege, Geld zu verdienen. Du solltest dich jetzt anmelden. Du solltest jetzt wirklich, wirklich die Chance geben. Anstatt dich zu beklagen, gib dir die Chance, melde dich an, sei dabei. Ich darf dir eines sagen, es wird komplett, dein ganzes Leben wird sich dadurch verändern. Und
du wirst mit ganz, ganz vielen Chancen und Möglichkeiten nach Hause gehen, ja. Und wenn du es da noch umsetzt, dann hast du nie mehr Bedarf, dich zu beklagen. Nie, nie, nie mehr. Ist das nicht wundervoll? Ist das nicht der absolute Hammer? Ich liebe dieses Seminar. Genauso wie das Seminar, was einen Tag vorher stattfindet. Selbstständigkeit, Unternehmertum. Du solltest beide Seminare besuchen, ein Wochenende in Bad Dürkheim. Damit wir für dich auf dem Seminar, und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, bei mir findest du nicht PowerPoint, die ich einfach durchrattere, sondern bei mir findest du deinen individuellen, großartigen Weg. Wie genial ist das, ein Seminar, was vollkommen auf meine Teilnehmer abgestimmt ist. Wir gucken, wo du herkommst, wir gucken, was du für Möglichkeiten hast, wir gucken, was du für ein Potenzial hast und wir schauen, und das ist ganz wichtig, dass du die Dinge machst, die du liebst, weil das Schlimmste, was du als Mensch machen kannst, eine Arbeit nachzugehen, die du hassen tust, ja, weil das nennt sich Kill Hour, das macht dich fertig, ja. Und so geht es einfach vielen Menschen. Viele Menschen haben Burnout, viele Menschen haben Schlaganfall, sie bekommen einen Herzinfarkt, weil sie permanent einer Arbeit nachgehen, die ihnen keinen Spaß macht. Und permanent jammern sie darüber, permanent finden sie es furchtbar, permanent finden sie es schrecklich. Und überlegt mal, das eigene kurze Leben, was wir haben, als schrecklich zu empfinden, hey, wie bescheuert muss man da sein, ja? Gut, auch ich habe mal zu diesen Menschen gehört, die immer noch am Jammern waren, ja? Weil ich bin in so einer Jammergesellschaft aufgewachsen und dann habe ich Gott sei Dank die Entscheidung getroffen, da rauszugehen, ja? Nach neuen Wegen zu suchen und einfach zu gucken, was kann ich anderen Menschen anbieten? Und das schaffen wir auch bei dir an diesem Wochenende. Geh jetzt gleich auf www.kramery.de/seminare. Melde dich gleich an. Und hier ein ganz, ganz wertvoller Input. Einmal ist keinmal. Melde dich gleich das ganze Jahr zu diesen Seminaren an. Sei jedes Mal dabei. Weißt du warum? Weil jedes Mal kommst du in die Entwicklung. Jedes Mal hast du andere Teilnehmer, wo du auch da lernen kannst. Ja. Also du hast hier ein unendlich großes Wachstum. Und wenn du dich gleich als erstes anmeldest, hast du natürlich den besten Preis. Weil die Preise erhöhen sich pro Ticket immer um 10 Euro. Und hier weiterer wertvoller Input. Komm nicht alleine. Bring deinen Partner mit. Bring deine Kinder mit. Ja. Ich habe sehr, sehr viele Menschen, die ihren Partner mitbringen, weil sonst besteht die Gefahr, dein Partner oder du hast neue Ideen und dann willst du loslegen. Dein Partner zu Hause hat keine Ahnung und fängt an, das zu sabotieren. Ja. Das habe ich sehr, sehr oft erlebt. Ja. Und da kommt der Partner manchmal erst im Nachhinein. Ja. Also, bring gleich mit, bring auch gleich deine Kinder mit, weil das ist so ein mega, 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 mega Game Changer, ja, wenn du genau das machst. Jetzt liegt es an dir, eine Entscheidung zu treffen. Sei dabei, melde dich jetzt an und du wirst anders nach Hause gehen, als was du reingekommen bist. Deine Welt wird sich komplett verändern. Und du siehst in Zukunft nicht mehr die Probleme, sondern du siehst in Zukunft eine Lösung nach der anderen. Chancen sind auf der Straße, ja? Ja, du kennst einen Spruch, Geld liegt auf der Straße. Wie geil ist denn das? Geld liegt wirklich auf der Straße, aber nicht im bildlichen Sinne von, da liegen 100er Noten oder 200er Noten, sondern die Chancen liegen auf der Straße. In dem Moment, wo du die erkennst und die ergreifst, verändert sich einfach alles. Du wirst nach dem Seminar nicht mehr der Alte sein, du wirst so viele Möglichkeiten haben und dann wird auch für dich die Post richtig, richtig abgehen. In diesem Sinne, jetzt liegt es an dir. Ich habe dir das Geschenk gemacht. Das Seminar kostet normalerweise 2.970 Euro. Du übernimmst lediglich die Hotelübernachtung anteilige Raumkosten. Es geht los bei 167 Euro. Wie immer, triff eine Entscheidung. Die Welt verändert sich oder lass alles, wie es ist. Und jammere weiter. Tschüss, bye bye, dein Ernst.